Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Schnittlabor-Video. Heute möchte ich meine ersten Gedanken zu einer kleinen Revolution auf dem Kameramarkt äußern, nämlich die RX10 Mark IV. Da ich ca. 1,5 Jahre gearbeitet habe mit der RX10 Mark III, bin ich wirklich gespannt, demnächst die RX10 Mark IV in die Hände zu bekommen. Denn der Begriff Revolution bezieht sich natürlich auf das nun intern verbaute Phasendetektions-Autofokus-System, das letztendlich von dem großen Bruder der Alpha 9 geborgt wurde und in diese Kamera hinein verbaut. Das war wirklich der einzige große Fehler in der RX10 Mark III. Es gibt auch, wenn ihr einfach mal unten in der Beschreibung unter dem Video schaut, einen Link zu einem Beispiel, wo wirklich deutlich wird, dass im Videobetrieb diese RX10 Mark III zwar ganz gute Dienste leistet, aber wenn es wirklich einfach nur darauf ankommt, den Fokus scharf auf dem Gesicht zu halten, dann war der dort verbaute Kontrast-Autofokus tatsächlich einfach von Zeit zu Zeit überfordert. Und das ist dann wirklich ein unschönes Ergebnis, wenn man einen bestimmten Monolog aufnimmt und dann ist halt ein bestimmter Teil des Videos einfach mal unscharf. Insofern, das einzige große Problem dieser RX10 Mark III wird jetzt wohl in der Mark IV gelöst sein. Und das ist äußerst spannend. Wir haben jetzt also 315 Phasendetektions-Autofokuspunkte auf dem Sensor direkt verbaut. Diese Ebene ist dann nochmal überlagert von einigen Kontrast-Autofokusfeldern. Das heißt also, zwei verschiedene Fokussysteme stehen hier zur Verfügung. Und das, meiner Ansicht nach, führt sicher zu äußerst spannenden Resultaten. Die ersten Ankündigungen, die ersten Beispielvideos, die ihr auch im Internet findet, zeigen dort auch wirklich sehr spannende Perspektiven auf. Laut der Sony-Seite, die ich euch auch unten im Beschreibungstext des Videos verlinke, reagiert der nun in der RX10 Mark IV verbaute Fokus wohl ungemein schnell, also weit ausgezoomt bei 24 mm sogar mit bis zu 0,03 Sekunden. Das ist einzigartig. Noch dazu, und das ist ein großer Sprung im Vergleich zur RX10 Mark III, wird aufgrund der neu verbauten Prozessortechnologie, die also einen bestimmten Bereich direkt innerhalb des Prozessors dann abgleicht, auch möglich sein, dass man bis zu 24 Bildern pro Sekunde in voller Auflösung schießen kann. Also das ist schon fast wie Filmen, aber bei ungleich höherer Auflösung. Das heißt also, der Sensor löst mit um die 20 Megapixel auf. Das sind nur 4000 Megapixel weniger als in den Bildern, die die A9 zur Verfügung stellt. Und dabei hat die Kamera auch noch Zugriff auf den Autofokus und auch auf die automatische Belichtungskorrektur. Das funktioniert jetzt also alles gleichzeitig und sollte außergewöhnlich gute Bildresultate dann ermöglichen. Noch einmal zum Sensor selbst. Natürlich ist in der RX10 Mark IV nicht wie in dem Flaggschiff von Sony, der Alpha 9, ein Vollformatsensor, sondern nur ein 1 Zoll Sensor verbaut. Das heißt also, was das Licht angeht, kann dort viel weniger Licht physikalisch auftreffen. Aber trotzdem, was die Auflösung der Sensoren selbst angeht, liegt der kleinere 1-Zoll-Sensor trotzdem nur 4 Millionen Pixel unter dem Vollformatsensor der Alpha 9. Eine kleine Revolution noch dazu, auch ähnlich wie in der Alpha 9, ist nun die dazugekommene Möglichkeit, dass man den LCD-Screen hinten an der Kamera tatsächlich zur Fokusführung verwenden kann. Das heißt also, hier steht jetzt ein Tab-Autofokus zur Verfügung, wo man über den Fingerkontakt direkt der Kamera sagen kann, auf welches Objekt innerhalb des Bildes fokussiert werden soll. Dieser Tab-Autofokus hat aber auch eine Wisch, also beziehungsweise Slide-Funktion, wie man im Englischen sagen würde, mit dem man dann auch sozusagen bestimmen kann, wie schnell oder langsam der Fokus den jeweiligen Schärfebereich wechseln soll. Noch dazu, im Vergleich zur RX10 Mark III soll die Bildstabilisierung innerhalb der Kamera
Kamera noch einmal optimiert worden sein, so dass man auch bei starkem Zoom in den Telebereich hinein eine wirklich effektive und nachhaltige Bildstabilisierung erreichen kann. Was andere Funktionen wie zum Beispiel die Hochgeschwindigkeitsaufnahmen angeht, also die Zeitlupenfunktionen, dann im Nachhinein habe ich in Bezug auf die RX10 Mark III schon viele Testvideos gemacht. Hier findet ihr oben eine Playlist, in der diese ganzen verschiedenen Videos zu dieser Thematik vereint sich finden. Und hier wird dann natürlich auch demnächst, sobald diese neue RX10 Mark IV auf den Markt kommt, ganz viel ergänzt werden, beziehungsweise werde ich dann auch direkt Vergleiche zwischen der RX10 Mark III und der Mark IV machen. Also wenn ihr da informiert bleiben wollt, dann vergesst bitte auch nicht, dem Schnittlabor-Kanal zu folgen. Das Tolle an der RX10 Mark IV wird dann natürlich auch sein, dass man gerade im Videobereich, selbst bei 4K-Auflösung, immer noch über diesen Phasendetektions-Autofokus Zugriff hat auf eine präzise Fokussteuerung. Und insofern bedeutet diese Version dann wahrscheinlich wirklich eine kleine Revolution. Außerdem in den Videooptionen ist auch interessant, dass zu dem S-Log2 jetzt auch ein S-Log3-Profil zur Verfügung steht. Also man wird eigentlich professionell arbeiten können mit dieser Kamera. Und noch dazu hat man aufgrund dieser Kompaktbauweise ein präzise auf den Sensor hin vermessenes Set an Objektiven dabei. Und das ist wirklich spannend. Zumal ich die RX10 Mark III bisher eigentlich auch als Videokamera verwendet habe. Denn die Alpha 7R Mark II, mit der ich dieses Video hier gerade aufnehme, hatte leider noch einige Einschränkungen im Videobereich, die dann erst bei der Alpha 7S Mark II aufgelöst worden waren. Auch in den folgenden Testvideos werden wir dann natürlich auf die technischen Details noch genauer eingehen. Aber ein wichtiger Unterschied im Vergleich zur RX10 Mark III bei der Mark IV ist dann tatsächlich dieser Focus Range Selector Schalter auf der linken Seite. Da kann man also dann schon von vornherein einstellen, ob dieses Objektiv eher im Bereich zwischen 3 Metern und unendlich oder über den gesamten Fokusbereich hin arbeiten soll. Und das wird auch nochmal zu einer kräftigen Beschleunigung und Optimierung der Schärfefunktionen dieser Kamera führen. Das klingt also alles sehr spannend und sehr gut, gerade was den Slow-Motion-Bereich angeht. Hat man jetzt in der RX10 Mark IV ganz so wie auch schon in der RX100 Mark V anstelle von nur 2 Sekunden, jetzt sogar 4 Sekunden bei der Qualitätspriorität Einstellung. Das ist nicht schlecht. Eigentlich hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass da noch ein bisschen mehr Raum zur Verfügung steht. Aber wenn man jetzt nicht das Hauptaugenmerk auf Qualität, sondern auch auf die Länge legt, dann kann man natürlich auch auf die Zeitpriorität-Funktion umschalten im HFR-Bereich und dann kann man sogar bis zu 8 Sekunden mit Hochgeschwindigkeitsaufnahmen erzielen. Aber um objektiv zu sein, möchte ich auch noch zwei kleine Wermutstropfen in Bezug auf diese Kamera zur Sprache bringen. Das finde ich auch wichtig, dass man das jetzt hier noch mit erwähnt. Und zwar erstens ist wie in der RX10 Mark III leider auch nur ein SD-Kartenschlitz verbaut anstelle von zweien, wie uns das die Alpha 9 als Beispiel schon in etwa zeigt. Also man kann keine doppelte Datensicherung vornehmen. Das ist möglicherweise kritisch für Leute, die teilweise auch im Profibereich unterwegs sind. Und auch die RX10 Mark IV hat genau wie die Mark III leider keinen ND-Filter verbaut, der ja immerhin in der RX10 Mark II noch vorhanden war. Aber, und das ist auch wieder genau wie bei der RX10 Mark III, diese Kamera selbst mit ND-Filter ist nun doch leider keine optimale Kamera für Effekte, in denen man mit geringer Tiefenschärfe arbeiten möchte. Das war im Grunde genommen auch das zweite kleine Problem mit der RX10
10 Mark III, denn wann immer man sich nah am Subjekt befindet, wenn man zum Beispiel Porträts machen möchte, dann kann man halt leider, und das liegt natürlich an der kleinen Sensorgröße, nicht so spannende Tiefenschärfe-Effekte erzeugen. Also man kann sich das so vorstellen, vor diesem kleinen 1 Zoll Sensor ist halt ein 8,8 bis 220 mm Zoom-Objektiv fest verbaut. Wenn man das dann umrechnet, entspricht das 24 zu 600 mm. Jedoch reicht es nicht nur, diese Werte umzurechnen, sondern wenn es gerade um Tiefenschärfe geht, muss man leider auch die angegebenen kleinsten Blendöffnungen 2,4 bis 4 nochmals mit dem Crop-Faktor, der sich aufgrund der kleineren Sensorgröße ergibt, multiplizieren. Das heißt also, aus 2,4 wird so etwas wie 6,5, beziehungsweise aus der kleinsten Blendöffnung in den höheren Telebereichen von 4 wird so etwas wie eine 10 oder 11. Und wie ihr ja sicherlich wisst aus dem Bereich der Fotografie, mit einer Blendöffnung von 6,5 wird es natürlich schwer, den Vordergrund vom Hintergrund effektiv abzuheben. Das heißt also, man kann zwar mit der RX 10 Mark III oder 4, die ja beide das gleiche Linsensystem verbaut haben, kann man zwar auch spannende Tiefenschärfe-Effekte erzeugen, aber dazu muss man dann eben deutlicher in den Telebereich gehen und dadurch verliert man noch mehr Licht auf dem ohnehin schon kleinen Sensor. Und das heißt also, da wird man natürlich, was die Bildqualität angeht, doch auch wieder an gewisse Grenzen stoßen. So, ich will das Thema jetzt nicht zu weit ausweiten. Wie gesagt, detaillierte Tests kommen, sobald die Kamera zur Verfügung steht. Ich hoffe, der kleine Überblick hat euch gefallen. Vergesst nicht, dem Schnittlabor-Kanal zu folgen. Ihr findet die entsprechenden Produktlinks unten in der Beschreibung unter dem Video und dort auch, wie ihr uns in bestimmten sozialen Medien folgen könnt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und hoffentlich bis bald.